Hallo und willkommen zurück bei Empire of the Undergrowth. Ja, schlechte Nachrichten, wir haben ja beim letzten Mal mittendrin aufgehört und das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss den Level jetzt nochmal neu machen. Ich gehe jetzt aber mal auf die Mörserviecher. Problem ist, ich habe tatsächlich auch wieder nur eine Folge Zeit, ansonsten muss ich den PC anlassen. Dann lasse ich ihn an. Das ist scheiße. Ne, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Zeit zum Spielen. This Formica Rufa Wood Ant Queen has laid her first brood in a burrow near the sea. Her nest is just on the outskirts of the beach, the perfect vantage point for scavenging hapless morsels washed in by the tide. At the moment, the tide is out, but it won't stay that way. The ants must make haste and stockpile what they can, while they can. Ja, das heißt, wir müssen jetzt natürlich Nahrung machen. Hier oben ist nichts. Haben wir irgendwas, wo wenig Gegner sind? Am besten gar keine. Ich werde auch mal direkt nach draußen buddeln. Nee, hier ist ja gar nichts. There is food to be found all over the beach. But the wood ants must be cautious and choose their trails carefully. Tiger beetles frequent the higher ground and they will make quick work of any wood ant that strays too close. Das heißt, wir haben jetzt nur den einen da. Was ist das überhaupt? Eine Ahnung, ist irgendwas Größeres? Das heißt, jetzt kommt natürlich die Nacht auch relativ früh, weil wir schon nach draußen gegangen sind. Aber wir gehen auch direkt an die Oberfläche. So, dann einmal drumherum noch aufmachen. So, wir gehen direkt nach draußen. Und ich würde sagen, wir holen auch direkt von unten die Sachen. Wir könnten eigentlich direkt von ganz unten holen. Na, dann schicken wir die direkt nach ganz unten. Dann machen wir mal hier noch ein Lager raus. Die Frage, sollen wir hier erstmal Arbeiter hinmachen? This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Wir schicken die Arbeiter einfach erstmal mit. There are other wood ants out here. They have also come to take advantage of the buffet provided by the sea. Territorial disputes will invariably favor the colony with the greater numbers. So, und dann schicken wir die Kämpfer aber mal hier durch. Und holen wir direkt von ganz unten, weil da kommt ja, wenn die erste Welle kommt, ne, dann müssen wir die ja ein bisschen höher schicken. So, währenddessen müssen wir aber Lager bauen für Nahrung. Würde ich sagen, machen wir, das wird unser Nahrungsmittellager. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Hey, ja, das Essen kommt ja jetzt. Es dauert nur ein bisschen, bis es da ist. Also ruhig, Brauner. Kommt, alles kommt. So. The battle has begun. Gut, ist ein Kämpfer von uns.
Okay, Kämpfer und Kämpfer kämpfen hier. Egal, wir brauchen die Nahrung. War natürlich erstmal 10 Nahkämpfer und dann wollte ich 10 Fernkämpfer machen. The battle has begun. Oh, das sind aber mehrere, die hier battlen. Na, hier unten ist richtig Action. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. The ants will fight to the death. So, das heißt, die gehen jetzt nicht mehr unten hin, sondern machen jetzt die nächste. Oh. Mit dem will ich mich noch nicht anlegen, das ist noch zu früh. Ansonsten legen wir uns mit denen hier lieber an, mit den anderen Ameisen. Ja, das heißt, jetzt haben wir auch 10 Arbeiter. The battle has begun. So, diesmal haben wir die Mörser Ameisen, bin ich mal gespannt. Ach, hier sind so viele, ne? Wir müssen uns mit dem anlegen. Komm, wir müssen uns mit dem anlegen. Die Flut steigt jetzt auch wieder. The water is rising quickly. The ants must head for higher ground. The ants have been spotted by Cicindela dorsalis, the beach tiger beetle. With its long, slender legs, it's the king of speed on these intertidal flats. Okay, der macht its aber wide, richtig Schaden. Its jaws will slice effortlessly through squads of wood ants. It's going to take a monumental unified effort to bring this beast down. Ja, der hat alle unsere Einheiten hat er platt gemacht. Kommt die nächste Armada. Aber das sind hauptsächlich Arbeiterameisen, das ist nicht gut. Wo bleiben denn... Ah, hier, eine Mörsereinheit. Sehr gut, die Mörsereinheiten, die knallen. Schon gewundert, wo bleiben denn unsere Mörser? Okay, Flut steigt, das heißt, wir müssen leider nach oben gehen. The tide has almost reached its highest point.
The sands east of the nest are about to be completely flooded. Schnell! Du hast noch 10 Sekunden nach oben zu kommen! Du wirst es schaffen! Nahrungsmittellager sind voll? Glaube ich nicht. So, jetzt hätten wir 10. Das heißt, upgraden wir mal Nahrungsmittellager. The tide is in, and soon night will fall. As the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground and hope that their nest remains hidden until the morning. So, das heißt, jetzt werden wir uns hier drin ein bisschen erweitern. Gehen zuerst nach hier unten. Overground, nocturnal hermit crabs rule over the sands at night. These creatures are typically scavengers, searching for algae and carrion on the beach. But due to the unusual incursion of Formica rufa colonies into this area, this particular community of crabs has developed a taste for ant flesh. Oh, die kommen rein. A hermit crab has found its way into the nest. The ants must mount a swift and decisive defense. Die Mörsergranaten, die Mörserameisen, die carrying das. Okay, als nächstes holen wir uns die hier. Irgendwo, ja, wir gehen von hier. Wir müssen nur aufpassen, wann die nächsten reinkommen. There are intruders in the nest. So, ich gehe mal auf mehr Fernkämpfer. Weil die sind nämlich richtig gut. So, dann haben wir hier noch. Oh shit, da kommt eine rein. A group of hermit crabs have stormed the nest. The larvae must be protected. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, als nächstes machen wir unsere Fernkämpfer ready. Unsere Nahkämpfer, sorry. Ja, das geht gerade relativ flott eigentlich. So, dann könnten wir eigentlich auch hier runtergehen. Sollte kein Problem eigentlich mehr sein. Vor allem mit den ganzen Fernkämpfern. Außer wenn jetzt gleichzeitig noch eine Hermit Crab kommt.
Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Oh, die sind noch nicht fertig, okay. Ja, guck mal, die Mörser, die machen das hier richtig flott. So, dann hätten wir 20 Angreifer. More hermit crabs have found the nest. 20 nah, 20 fern. Also jetzt gehen wir noch auf 20 Arbeiter. So, und dann haben wir hier drin eigentlich nur noch hier hinten. So, upgraden tun wir als erstes die Fernkämpfer. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, und dann wieder ab um Verteidigung kümmern. Jetzt tun wir erstmal nur upgraden. So, eins kann dann mal wieder weg, weil wir haben jetzt eigentlich das gesamte Gebiet weggelootet. Wenn alles geupgradet ist, können wir dann wieder erweitern. Während wir uns hier draußen mal um paar... The hunters of the night return to the safety of the shadows, and the ants can begin to lay down new trails. The harvest must go on. Wir sind ja schon fleißig. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Sind dran. Zwei werde ich mal nicht zum Essen holen schicken, weil wir haben jetzt eigentlich genug Arbeiter. Die sollen sich dann um Kampf kümmern. So, die Eins geht dann mal hier hin. Die Zwei geht dann hier hin. Jetzt darf die 2 dann auch wieder sich ums Essen kümmern. Gut, dann müssen wir dann alle zusammen, ne? Müssen sich dann drum kümmern. Nicht so vereinzelte. Oh, bombt die weg. Boah, mit einem Schuss hat er den weggebombt. Geupgradet, da sind die schon nicht schlecht. Oh, die können jetzt bis hier runtergehen und das alles leer holen.
So, jetzt haben wir auch schon ein paar Dreier. Alter, wir kriegen echt den ganzen Strand schon fast leer gelootet. Vor allem, wenn wir mehr Arbeiter hätten. Ich habe ja 40 Soldaten, da brauche ich auch 40 Arbeiter. The battle has begun. So, noch ein Upgrade. Muss natürlich hier auf die Tides achten, ne? Ja, das ist natürlich doof, wenn hier nur einer gegen die kämpft. Okay, zwei versammelt sich hier mal. Zwei rückt jetzt, macht den jetzt platt. Die zwei macht den jetzt platt. Sehr gut. Jetzt dürft ihr auch Essen sammeln. Alter, wir haben echt den ganzen Strand unten schon leer gelootet. Krass. So, das heißt nächste Stufe. The battle has begun. Ja, hier wird jetzt öfter gekämpft, wenn wir oben wegholen. Aber wir haben eigentlich eine ziemlich gute Streitkraft, das sollte kein Problem sein. So, die Flutsteigt das erste Mal. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. So, die kümmern sich jetzt erstmal um den hier. So, damit sind die Nahkämpfer auch geupdatet. So, zwei kann auch wieder Essen sammeln.
Und jetzt werden die Arbeiter noch abgegradet. Wobei zwei greifen den jetzt mal an hier, die machen den jetzt mal platt. Komm, schnappt ihn euch. Er rennt weg, feige Sau. The water is rising quickly. The ants must head for higher ground. The huge tiger beetle has been defeated. There are many more of them, but this is a milestone moment for the colony. They cannot be bullied by sheer size alone. So, dann schicken wir den mal hier rüber. Hier oben ist jetzt ja alles weggeholt. Dann machen die den jetzt platt und dann haben wir einmal komplett alles hier leer geholt. Schnappt ihn euch! Sehr gut. Dann haben wir einmal den ganzen Strand leer geholt. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. So, dann können wir die hier noch upgraden. So, eins können wir schon mal zurückholen, zwei setzen wir hier hin. Und dann können wir nichts mehr machen, ne? Könnten wir jetzt noch Wege machen. There is another creature roaming the sands tonight. Arctosa litoralis, the beach wolf spider. Die Wollspinne ist schnell, sobald sie in dein Nest ist, wird sie sich erst deine Kinderstube und dann deine Königung zuwenden. Während dieser Angriffe in der Nähe deiner Königin zu vergehen, könnte deine Kolonie. In the day, these spiders retreat to the shade provided by larger plants on the edge of the beach. But once the sun is gone, they are far more active. Oh, da ist sie. And on the hunt. Alter, die sind aber schnell. Feast. Gut, ich dachte, die wären fetter, aber. Oh, die kommen auch direkt hier in die Richtung, ne? Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, ich lasse das Spiel jetzt offen, weil ich kann ja nicht speichern. Also bis dann. Ciao.